Hi Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute gibt es ein paar Tipps zum Einschneiden der Teiglinge vor dem Backen. Drei verschiedene Beispiele habe ich vorbereitet, die werden wir unterschiedlich einschneiden. Das ist übrigens das Sauerteig-Feierabendbrot. Habe ich jetzt einfach noch eine Übernachtgare gemacht, um hier diesen Test zu machen, und sind natürlich etwas kleiner als das Brot. So, die stürze ich jetzt mal. Als erstes einmal kurze Backvorbereitung, noch etwas stauben. So. Gut, jetzt. Ein wichtiger Punkt ist sicher mal die Wahl des Messers. Ich bevorzuge hier, siehst du eigentlich immer in den Videos, Pariserbrotklinge, liegt mir sehr gut in der Hand. Lame de Boulanger, Vorteil, du kannst die Rasierklinge immer wechseln, du hast immer ein super scharfes Messer. Alternativ so ein UFO-Lamm, wo man einfach so eine kleine Platte hat, damit man die Klinge nicht direkt in der Hand halten muss. Was ich nicht bevorzuge, sieht man auch immer wieder, normale große Küchenmesser, die auch nicht richtig schneiden. Denn wenn ich hier reinschneiden will, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Klar schneidet das jetzt nicht schlecht durch, weil der Teigling durchgekühlt ist. Aber es gibt hier einfach nicht so einen schönen Schnitt und du kannst nicht filigrane Sachen machen, sondern einfach einmal durchschneiden und das war's. Zusätzlich ein weiterer wichtiger Tipp ist, sei nicht zu zaghaft beim Einschneiden. Ich zeige es zwar vielleicht noch einmal hier bei diesem Teigling. Es gibt viele, die setzen hier an und sind ganz zaghaft und ziehen sich so nach hinten durch. Dann fangen sie wieder an und ziehen wieder und dann vielleicht nochmal. Und das ist eigentlich nicht optimal für den Teig einzuschneiden. Besser ist es ansetzen und einmal so durch, richtig mutig rein. Auch von der Teigeinschnitttiefe, nicht nur so ein Anritzen, so 2, 3 bis 5 mm Tiefe, aber auch nicht gleich so einen Zentimeter reinschneiden. Das ist natürlich klar, das wird dann extrem flach. Hier sieht man den Unterschied gut, wie tief das hier ist, das hier, und hier ist es nur angeritzt. Wenn es nur angeritzt ist, dann hat der Teigling zu viel Kraft und bricht dir dann an Stellen aus, wo du es nicht haben möchtest. Wenn es zu tief ist, läuft der Teigling flach, man sieht schon hier, klappt so richtig runter, und das hier ist eigentlich die richtige Tiefe. Du siehst jetzt hier mit diesem Messer, habe ich eigentlich auch viel zu tief geschnitten. Das klafft schon richtig auf. Das ist hier viel, viel schöner. Dann auch etwas, das war jetzt im 45-Grad-Winkel so eingeschnitten. Es hat die Tendenz, dass es dann einen schönen Ausbund gibt. Du kannst das Ganze aber auch gerade einschneiden. Wie so ein Bauernbrot. Hier so darüber schneiden. Senkrechte Klingenführung, nicht im 45-Grad-Winkel. Das ist nicht richtig oder falsch, es gibt einfach eine andere Struktur. Wenn ich dieses Raupenmuster hier mache, sollte ich nicht abgeflacht arbeiten, sonst sieht es einfach nicht mehr schön aus. Und hier kann ich diese Technik problemlos brauchen. Nochmal zusammengefasst, Messer ist sehr wichtig. Es muss scharf sein, es muss gut in der Hand liegen. Ich bin kein Freund von solchen Sachen, große Küchenmesser und irgendwas einschneiden. Das Einschneiden übrigens, sehe ich auch immer wieder, muss direkt vor dem Packen passieren. Also nicht nach dem Aufarbeiten schon etwas einschneiden und noch eine Stunde gehen lassen und dann in den Ofen. Immer gehen lassen und kurz bevor es in den Ofen kommt, einschneiden und backen. Im vorgeheizten Ofen am besten immer backen. Dann Einschneidetiefe, zu tief eingeschnitten, optimal
zu wenig tief, dann reißt es eher halt sehr, sehr stark aus. Klingenführung, abgeflacht, 45 Grad Winkel bricht mehr auf. Gerade Klingenführung ist so ein genannter blinder Ausbund und bleibt dann eher ein bisschen zusammen. Die werden jetzt gebacken und dann schauen wir uns das Resultat an. Die Brote sind gebacken. Kurze Analyse. Hier sehen wir, Messer gerade gehalten, ist eher zu. Gibt diese Optik hier. Ist aber auch ganz cool. Also man kann nicht sagen, richtig oder falsch. 45 Grad Winkel hast du einfach hier einen stärkeren Ausbund. Sieht man gut im Vergleich. Also wenn du solche Sachen machen willst, dann gerade halten das Messer. Und solche Sachen 45 Grad Winkel. Hier haben wir verschiedenste Sachen eingeschnitten. Das ist ein bisschen unfair, denn je mehr das ich schneide, desto mehr wird die Kraft auch verteilt. Aber hier sieht man schon, mit dem großen Messer ist natürlich weniger ausgeprägt. Und das ist auch so ein typisches Ding, wenn ich eben so zaghaft nachschneide, dann ist das Ganze wirklich auch so ausgefranst jeweils. Und einfach nicht ein sauberer, einmaliger Schnitt durch. Hier der zu tiefe Schnitt, der war jetzt so wenig tief, dass es den gleich wieder zusammengenommen hat, weil die Kraft konnte sich überall anders verteilen. Würde ich nur diesen Schnitt machen hier, dann wäre das richtig explodiert und es könnte sein, dass das hier oben noch rauskommt oder hier seitlich sogar noch ausbricht. Einfach an der schwächsten Stelle reißt es dann auf. Und der zu tiefe Schnitt, siehst du, das legt den Teigling gleich richtig ab. Schneiden wir hier mal rein. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber jeweils, je nachdem, wie man schneidet, gibt es unten auch Auswirkungen auf die Porung. Ja, ist jetzt nicht zu erkennen, aber manchmal hast du hier, wo es ausgeprägter ist, größere Löcher als dann an einem anderen Ort. Aber trotzdem, es ist ja ein optisches Ding. Aber wenn du so ein Brot machst mit so einer Porung, geschmacklich sehr gut, dann ist eigentlich alles gut. Aber es geht ja hier, das Ganze auf ein nächstes Level zu heben und vielleicht nützen dir die Tipps was, um deine Brotback-Erfahrung noch ein bisschen zu verbessern, deine Skills noch ein bisschen zu erhöhen. Mehr solche Sachen gibt es wie immer, muss es hier erwähnen, bei mir in der Back-Academy. Dort ist es natürlich noch viel vertiefter, wo wir noch mehr reingehen, Schnitttechnik, das Ganze noch mehr analysieren. Falls dich das interessiert, kannst du die Academy 7 Tage kostenlos testen. Verlinke ich dir natürlich gerne. Sonst viel Spaß, schreib mir eine Rückmeldung, bringen dir diese Videos was? Die letzten so Theorie-Videos kamen sehr, sehr gut an. So ein bisschen, wir gehen rein und schauen, was hier passiert. Schreib mir eine Rückmeldung, was willst du sonst noch sehen? Daumen hoch, wenn es gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, dein Marcel.